Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich Pirogi. Mit den Weißkohlfüllung und so viel aus diesem Rezept rauskommt, 14 Stück, aber ich mache auch nicht so ganz riesige. So, und wenn ihr die aufmacht, dann sehen die so aus. Schaut, die dampfen noch richtig. Leckere Füllung, richtig lockerer Teig, wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie mache ich die, dann bleiben sie bei mir. Und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Bevor wir Pirogi anfangen zu machen, und sogar Teig anfangen zu machen, werden wir erstmal Füllung machen. Und Füllung heute möchte ich gerne mit Weißkohl machen. Ich habe noch so zwei kleine Stücken von Weißkohl und dachte, werde die verbrauchen. Dafür habe ich noch eine große Möhre hingelegt, eine große Zwiebel und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gekochte Eier dazugeben, reinmischen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr es auch weglassen und vielleicht lieber hier Tomatenmark dazugeben oder ein bisschen von Tomatensauce dazugeben, das mal ein bisschen so anfärbt und geschmacklicher macht. Für die Gewürze nehme ich auch nicht viele Sachen, Salz und Pfeffer, bisschen Paprika, Rosenscharf und anbraten werde ich auf den Butterschmalz, kann man auch auf dem Öl auch anbraten. So, erstmal schneide ich den Kohl fein, Möhre reibe ich auf die grobe Reibe und Zwiebel auf die kleinen Würfelchen. Und werden wir erstmal Gemüse richtig schön anbraten. Die Eier kommen dann zum Schluss, wenn wir schon den Kohl geschmort haben. So, Gemüse habe ich jetzt alle vorbereitet. Kohl so fein geschnitten, Möhren grob gerieben. Eier schon geschält und dann werde ich die noch klein schneiden und die Zwiebeln sind auch fertig. Können schon ans Herd gehen und unsere geschmorte Kohl zubereiten. Bevor ich in Pfanne zu anbraten, gebe ich ein bisschen Salz, so ein kleines, das ist wirklich ganz kleine Teelöffelchen und knete erstmal, dass die Kohl etwas weicher wird und lässt den Saft, ja? So, dass er ein bisschen so feucht wird. Einfach durchkneten. So, so ein, zwei Minütchen reicht das schon. Wenn man spürt, dass die Hand wird so feucht, dann ist die auch gut. So, und jetzt gehen wir ans Herd. Nehmen wir gleich die Pfanne ein bisschen so tiefer, dass wir können besser da umrühren und unsere Füllung zubereiten. Gebe ich da ein bisschen Butterschmalz. Lassen wir Butter schmelzen und dann können wir schon den Zwiebel reinmachen. Den Zwiebel braten wir so lange, dass er seine Rostaroma bekommt und schön riecht. Nach ein paar Minuten, schaut, er wird langsam schon goldig, den Zwiebel, können wir jetzt auch schon die Möhre geben. Auf die Möhre ein bisschen Salz drauf machen, dann wird es schneller weicher. So, nun ganz kurz, brauchen wir nicht mal eine Minute. Einbraten können wir schon gleich den Kohl geben. So, vorsichtig ein bisschen umrühren. Deckel drauf und lasse erstmal ein paar Minuten schmoren. So, ungefähr habe ich so 3-4 Minuten auf die niedrige Stufe so schmoren lassen. Schaut, es ist nichts, was angebrannt, nichts, alles gut. Den Kohl ist zusammengefallen, aber es merkt man, es ist ziemlich trocken. Und deswegen gebe ich einfach aus Wasserkocher so einen Schuss Wasser. Und da können wir auch gleich würzen. Würzen bitte nach Geschmack. Ich habe so eine Mischung von den Kräuter, Blütenzauber. Nehme ich das. Bei diesem Gericht gebe ich kein Kümmel, weil meine Familie mag nicht, wenn der Kümmel dann bei den Eiern in die Füllung von den Pirogen ist. Deswegen wird es ohne Kümmel gemacht. Salz, Pfeffer und irgendwelche Kräuter kann man dazu geben. Und Paprika.
Paprika, Rosenscharf habe ich jetzt genommen. So, umrühren und lassen wir es jetzt schmoren, bis es Kohlis gar ist. Einfach zwischendurch probieren. Jetzt lassen wir es mal gar werden. So, der Kohl ist jetzt fertig. Jetzt stelle ich ihn abkühlen und in dieser Zeit bereiten wir schon den Teig. Für den Teig brauchen wir Kefir. 2 Esslöffel Schmand gebe ich, oder Creme fraiche in meinem Fall. Oder eventuell kann man auch geschmolzene Butter dazu geben. 2 Esslöffel Öl, in meinem Fall Olivenöl. 1 Teelöffel Salz, dann 1 Teelöffel Zucker. Zucker ist immer nicht nur Zucker, sondern auch ein Balancegeschmack zwischen Salziges und Süßes. Und deswegen manchmal diese Prise Zucker, ganz bisschen Zucker, ist schon wichtig. Umrühren und kann ich schon sogar Ei dazu geben. Und jetzt kommt das Mehl. Das Mehl siebe ich portionsweise hier rein, so halbe habe ich. In die restliche gebe ich schon Backpulver rein und erstmal verrühre ich mit dem Löffel und dann kneten wir mit den Händen. Der Teig soll weich bleiben, aber nicht klebrig sein. Deswegen plus minus bei dem Mehl wird das schon. So, ein bisschen mit Backpulver vermischen. So, und jetzt nehmen wir die Hand. Hier alle Zutaten sollen die Zimmertemperatur sein, wie Kefir und Ei. Dann klappt das also am besten. So, schaut ihr. Der Teig ist wirklich etwas klebrig. Deswegen gebe ich jetzt dazu noch Mehl. Ich habe mir hier abgewogen nur 400 Gramm für die 250 Milliliter Kefir. Aber zum Beispiel 2 Esslöffel Creme fraiche, manchmal nimmt man nur gestrichen, manchmal nimmt man ein bisschen mit dem Berg. Deswegen, es kommt immer mit dem Mehl plus minus. Auch wie die Ei ist, ob man, nimmt man L oder M. Gleich die Hände abreiben, dass kein Teig an die Hände klebt, dann wird es besser zum Kneten. Das sind die noch weichere Krümel, die kann man noch reinkneten. Und werden wir unseren Teig nicht zu lange kneten, nur dass er glatt ist sozusagen, ja? Den muss man nicht überkneten, den Kefirteig. Weil jetzt der Kefir und den Backpulver sozusagen geben so eine chemische Reaktion, wird dann luftig unser Teig. Und wenn wir das zu lange kneten, dann kann passieren, dass die Luft drücken wir raus und den Gebäck wird dann gummig. So, schaut, ich habe jetzt nur 2 Esslöffel noch dazu gegeben auf den Tisch und das ist völlig ausreichend. Und den Teig brauchen wir auch nicht mehr kneten, so noch ein bisschen Mehl drauf. Deckel drauf und lassen wir unseren Teig jetzt ungefähr so 15-20 Minuten einfach ruhen. So, es sind jetzt 15 Minuten vorbei und wir können schon anfangen, unsere Pirogi zu machen. Aber erstmal mischen wir unsere Füllung fertig. Zu den klein geschnittenen Eiern gebe ich jetzt so viel, wie ihr es mögt. Das alles, es wird zu viel. Da muss man ein bisschen mehr Teig machen. Manchmal mache ich sogar für 1 Kilo Teig und lasse es in den Kühlschrank und kann jeden Tag etwas anderes ausbacken, sogar wenn es nur ein paar Krepen. Ich nehme nur die Hälfte. Und die Hälfte bleibt dann für morgen als Beilage. Gut verrühren, probiert er und schmeckt er ab, wenn es notwendig ist. Was könnt ihr noch hier dazu geben? So 1-2 Esslöffel Mayonnaise oder Schmand, dass die Füllung sozusagen noch schmackhafter wird. Ich gebe so 1 Esslöffel Mayonnaise. So sieht unser
füllen Käse aus und tue das Mayonnaise. Es hält schön zusammen und fällt nicht auseinander. Und jetzt können wir unsere Pirouschen machen. Schauen wir nach unserem Teig. Den Tisch nur ein bisschen mit dem Mehl machen wir. Und teilen wir unseren Teig auf so eine Größe, wie wir gerne möchten, dass unsere Pirouschen sind. Ungefähr. Mache dann so eine Kugelchen, wie auch bei Hefeteig. So habe ich jetzt alle die gerollt. Jetzt decke ich mit dem Tuch zu, dass die nicht antrocknen, und nehme immer von den ersten raus. Es kann man mit dem Mehl und dem Nudelholz das ausrollen, aber kann man auch ein bisschen mit dem Öl arbeiten. Einfach auf den Tisch Öl geben, so, und den Teig mit den Händen einfach so dünn machen. Am besten, wenn man in die Mitte ein bisschen dicker lässt und nur die Ränder auseinander so drückt, weil wenn wir jetzt Füllung reinmachen, schön viel Füllung, dann ziehen wir die Ränder nochmal hoch und knipsen die zusammen. So, dann diese Kamm nach unten drücken und dann haben wir so ein Pirouschen. Dann habe ich mir vorbereitet hier ein Brettchen, habe die mit Mehl bemehlt und legen die schon da drauf. Nebenbei kann man schon auch Herd anmachen und Öl in die Pfanne geben. Ich habe jetzt so eine Pfanne genommen, dass ich nicht zu viel Öl verbrauche, und habe ungefähr fast 1 cm Öl reingemacht und stelle ich es jetzt heiß werden, weil wir können gleich unsere Pirouge machen, und wenn wir schon ein paar gemacht haben, gleichzeitig können wir machen und ausbraten. So, und so machen wir es weiter. Es geht wirklich sehr schnell. Es muss man auch nicht bei jedem Pirouge, wenn wir es machen, Öl drauf machen. Ich musste sehen, wie es das hier ölig ist. Der Teig ist wirklich sehr gut und mit dem ist schön arbeiten, und mit geölten Händen, es klebt nichts. So schön viel Füllung, hochziehen und fertig. So, schauen wir, ob das Fett ist schon heiß. Und wenn da an den Stiel sprudelt, dann heißt es, das Fett ist schon heiß. Und können wir jetzt anfangen, ausbraten. Die Pirouge müssen wir legen mit der Naht nach unten. Unüberlegt, dass die werden noch ein bisschen aufgehen, und deswegen nicht zu voll machen, dass die Platz haben. Eventuell kann man die auch mit heißem Öl begießen. Dann werden die noch luftiger. Lassen die so eine Blasen. Ich habe auch schon den Teller vorbereitet. Und auf dem Teller habe ich ein Papiertuch gelegt. So, werden wir die mal schon umdrehen und schauen. Wie sehen die auf der anderen Seite? Die kann man auch ein paar Mal umdrehen, wenn das ist. Und jetzt müssen wir mit der Hitze ein bisschen so spielen. Nicht zu stark die Braten, dass den Teig auch durch wird. Wenn wir für volle Hitze werden braten, dann wird der Teig oben verbrennen und innen drinnen, dann schafft er gar nichts heiß zu werden. Deswegen lieber runter mit der Hitze gehen und langsam die ausbraten lassen. So, ich mag auch gerne, wenn dieser Seitenteil, dieser weiße Seitenteil, wird auch angebraten. Deswegen lege ich dir auch dann nochmal so. Und dann drehe ich mal die nochmal um. So, habe ich jetzt hier Platz, kann weiterbraten. Und so geht es wirklich sehr schnell, ein nacheinander. Und wenn man so in den Rhythmus reinkommt, dann kann man die zusammen machen, braten
umdrehen und geht es alles wie von alleine. Und jetzt drehe ich die nochmal um auf die andere Seite. Und die werden auch schon umgedreht. Und jetzt können wir die schon rausnehmen. So. So, ich brate die erstmal alle fertig und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut, haben wir uns leckere Pirogen gemacht. Ich werde jetzt eine von unten nehmen, von den ersten, weil dann sind die nicht so heiß wie oben und machen wir einen auf. Ist richtig schön locker, richtig schön weich. Und dann, wenn wir so auseinander machen, schaut, leckerer Füllung, dampft richtig, oh mein Gott, nur reinbeißen. So, mache ich schnell zu, dass er nicht abgekühlt wird. So, liebe Freunde, ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Wir mögen es sogar mit süßem Tee, aber es kann man auch Salat dazu geben. Oder kalte Milch dazu trinken. Jede ist irgendwie anders. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, Nachbacken. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!